Sie möchten ein Haus bauen und sind schon bei der Planung auf dieses Video gestoßen? Herzlichen Glückwunsch, alles richtig gemacht. Wenn Sie morgen schon einziehen wollen, sind Sie vielleicht etwas zu spät. Aber wir helfen Ihnen gern. Die SWE Netz GmbH bringt Strom, Gas und Wasser in Ihr Haus. Internet, Telefon, Fernsehen und Abwasser haben wir nicht im Angebot. Dafür aber eine Checkliste und Formulare. Die sind wirklich nützlich. Ja, auch für Sie als Häuslebauer. Eine nervige Eigenschaft haben Sie allerdings. Man muss sie ausfüllen. Aber Kopf hoch! Durch frühzeitige Planung und Nutzung unserer Checkliste ersparen Sie sich oft viel Ärger, Zeit und Kosten. Deswegen beginnt auch bei uns alles mit einem Formular. Egal, ob Ihr Haus 2 oder 3 Anschlüsse von uns bekommen soll. Alle Unterlagen gibt es auf unserer Homepage oder im Kundenservice für Hausanschlüsse in der Magdeburger Allee in Erfurt. Und jetzt? Jetzt sind Sie gefragt. Bitte füllen Sie den Antrag sorgfältig und in Ruhe aus. Neben dem ausgefüllten Antrag für den Hausanschluss brauchen wir noch weitere Unterlagen von Ihnen. Was genau, steht feinsäuberlich in der Checkliste. Die vollständig ausgefüllten Unterlagen senden Sie uns per Post zu oder bringen diese persönlich vorbei. Apropos persönlich, unsere Mitarbeiter, intern liebevoll Netzer genannt, beraten Sie gern. Sie sind es auch, die als nächstes einen Vor-Ort-Termin mit Ihnen vereinbaren. Hier wird nochmal ganz genau hingeschaut. Wie weit ist das Haus von der Straße entfernt? Passt der geplante Verlauf der Trasse? Ist die Stelle, wo unsere Anschlüsse ins Haus eingeführt werden, geeignet? Das und mehr besprechen wir direkt bei Ihnen vor Ort. Wir besprechen auch gleich einen groben Termin, wann die Baumaßnahme für die Hausanschlüsse erfolgen soll. Internet, Telefon, Fernsehen und Abwasser sollten möglichst gleichzeitig mitverlegt werden. Bitte kontaktieren Sie rechtzeitig die entsprechenden Unternehmen, damit zum Schluss alles gemeinsam gebaut werden kann. Wenn alles ausgemessen und besprochen ist, erhalten Sie von uns ein individuelles Angebot. Dort sind noch einmal alle Leistungen und Kosten genau aufgeführt. Nachdem Sie sie unterschrieben und an uns zurückgesendet haben, geht es in die heiße Phase. Jetzt heißt das Zauberwort Baufreiheit. Um alle Arbeiten sorgfältig ausführen zu können, ist es wichtig, dass der Innen- und Außenbereich für unsere Mitarbeiter und Baumaschinen uneingeschränkt erreichbar ist. Im Innenbereich ist es einfach. Sind Keller oder der Hausanschlussraum sicher begehbar und abschließbar? Wände verputzt und eben? Das ist wichtig für eine saubere Montage. Der Fußboden sollte ebenso fertig sein. Wenn nicht, bitte die endgültige Höhe des Bodens kennzeichnen. Im Außenbereich benötigen wir einen 4 Meter breiten Baubereich von der Straße bis hin zu Ihrem Haus. Auf dieser Fläche dürfen keine Hindernisse stehen. Wirklich keine Hindernisse. Ach ja, das Gleiche gilt auch im Erdreich. Zisternen oder Abwasserleitungen würden den geplanten unterirdischen Leitungsbereich unmöglich machen. Außerdem sollte die Erde auf Ihrem Grundstück bereits verdichtet sein. Kleiner Tipp, wenn es im Vorfeld Grabungsarbeiten gab, lassen Sie sich von der Tiefbaufirma einen Verdichtungsnachweis ausstellen. Auch unebene Flächen machen das Verlegen der Hausanschlüsse schwierig. In der Zwischenzeit holen wir die notwendige Grabegenehmigung ein. Baufreiheit hergestellt? Dann geht es los. Wir graben und verlegen die beantragten Hausanschlüsse. Wenn im Vorfeld alles glatt lief, werden Internet, Telefon, Fernsehen und Abwasser gleich mitverlegt. Yeah! Wenn die Installationsarbeiten abgeschlossen sind, teilen Sie uns das bitte mit Hilfe eines Formulars mit. Oh, sorry, wir versprechen, das ist das letzte Formular der SWE Netz. Nun müssen Sie nur noch einen Vertrag beim Energielieferer Ihrer Wahl abschließen. Dann kommen die Netzer bei Ihnen vorbei. Die Zähler werden gesetzt und Ihr Haus damit zum Leben erweckt.